Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Video im Jahr 2023. Ich bin Irene und an meiner Seite ist wie immer mein lieber Ehemann Joachim. Ihr dürft ihn Joe nennen. Herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick Teil 3. Ich hoffe, ihr habt das Silvestermenü schon geliefert bekommen praktisch. Der Lieferwagen war ja eben schon da, ne? Der Ja. liefert ja vielleicht auch ein Silvestermenü. Vielleicht hat sich da einer was Schönes bestellt. Heute wird es noch mal ein bisschen sommerlich warm. Wir müssen euch noch ein paar, gerade bei dieser Jahreszeit, noch mal ein paar schöne Bilder präsentieren mit schönem Licht, mit Wärme, mit Gemütlichkeit. Das ist einfach so unser Ansinnen. Und natürlich ist es so, am Jahresrückblick gehören auch immer so traurige Sachen dazu. Es wird auch ein bisschen traurig, muss ich auch leider sagen. Das gehört leider auch dazu. Und aber am Ende gibt es noch mal wieder was Schönes. Also, ich denke, dann fangen wir mal erstmal mit dem Schönen an, mit dem richtig Schönen, mit Urlaub, Urlaub war schön, ne? Sommer, Ja. Sonne, Portugal. Ja, ich bin ja schon wieder im Buchungsprozess und das wird auch klappen. Und ich freue mich da schon drauf. Also dieses schöne Licht da in Portugal, ne, das hat uns ja sogar so inspiriert, dass wir gesagt haben, oh, wir könnten ja auch mal live gehen. Da waren wir dieses Jahr das erste Mal im Urlaub mal so richtig live. Da haben wir so eine richtige Live-Sendung da gemacht mit so einem tollen Hintergrund. Nächstes Mal nehme ich das kleine Mikrofon mit. Wir haben hier Auch so noch. ein ganz kleines, so ein Ansteckmikrofon. Ja. Das nehme ich mit. Dann, das kann man so zwischen uns beide halten. Dann ist es auf jeden Fall ein bisschen besser von der Akustik noch, Und ich ne? werde mal gucken, wann dieses Piratenschiff da immer im Hintergrund langfährt, damit das dann auch noch schön durch das Bild fährt, Ja. wenn wir da live sind. Oh, Wirst du schön. noch basteln auch noch? Das ist auch eine gute Nimmst du was Idee. mit? Ich Vielleicht könnte ja eigentlich mal. es kommen ja unendlich neue Sets Ja. 2024 und vielleicht nimmst du, und die sind gut mitzunehmen und dann hast du nur das, ja, eine Schere darfst du vielleicht noch mitnehmen, was man so noch braucht, nimmst du die mal mit. Du, Scheren kannst du mitnehmen, nur nicht im Handgepäck. Ja, Ne, die das kann ist man wohl ja in den wahr. Koffer legen. Zur Not kriegst du mal Und eine eine Nagelschere. Halterung für die Tischkamera kriege ich auch noch irgendwie zustande. Dann nehmen wir zur Not ein paar Gläser und ein paar Bücher, können wir übereinander stapeln und das dazwischen klemmen. Das kriegen wir hin. Habt ihr Lust dazu, dass wir das mal machen? Live basteln aus dem Urlaub? Wir werden sehen. Du hast einen schönen Film vorbereitet. Ja, ich habe das nochmal neu arrangiert, Director's Cut quasi, einfach um mal so ein bisschen noch ein paar schöne Bilder jetzt zu kriegen. Jetzt bei dem einen oder anderen ist es vielleicht regnerisch draußen und kalt und jetzt so ein bisschen Urlaubsbilder. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr in Urlaub, aber manchmal ist das schön, so etwas zu sehen. Okay, dann Tut uns sag ich gut. mal Portugal ab und wir sehen uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem Urlaubsgruß-Video, Live-Video aus Portugal. Ich bin Irene und an meiner Seite, wie immer, mein lieber Ehemann Joachim. Ihr dürft ihn ja Joe nennen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Das ist hier meine Urlaubsatmosphäre. Vielleicht haben wir auch Glück und im Hintergrund fährt gleich noch ein Schiff vorbei. Vielleicht hört man auch noch ein bisschen das Geschreie vom Pool, der ist hier gleich um die Ecke. Die schöne bunte Bluse, die muss ich aber unbedingt nächstes Jahr wieder mitnehmen. Du weißt, ich bin aus der Modebranche. Ja, wissen wir alle mittlerweile. Okay. Ja, hat sich Kann rumgesprochen. man nicht oft genug Aber sagen. vielleicht kann man ja auch schon, manchmal gibt es auch Tage im April oder Mai, wo man die hier bei uns schon anziehen kann. Meinst Oder, du, das ist oder? nicht too much hier in Deutschland? Ist das nicht eher so, das ist doch so ein Urlaubsteil, oder? Echt? Dafür wurde das nur gekauft, nur für Urlaub? Und da zieht man das dann einmal an? Das ist Zieht aber man nicht das zu so. Rewe zum Einkaufen an? Ja, finde ich schon. Okay. Finde ich schon.
Was meint ihr? Kann man doch mal machen. Kann man das machen? Kann man hier im Frühling so eine massiv bunte Bluse anziehen, die so nach Urlaub aussieht? Na gut, schreibt es gerne mal in die Kommentare unten rein. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Ja, manchmal ist es auch traurig. Habe ich ja am Eingang gesagt, dass es Jahresrückblicke gibt, die auch immer so ein bisschen melancholisch werden, weil im Laufe des Jahres verabschieden sich manche Sachen. Und das ist halt einfach nicht so schön. Da muss man dann tapfer sein, es ist traurig. Ja, das ist leider so. Dem einen oder anderen hat es auch ziemlich gebeutelt dieses Jahr. Ne? Ja, es ist so. Muss man leider sagen, wenn da was verschwindet, ist das einfach nicht so schön, wenn es dann fehlt. Oder nicht mehr zu, dass es das nicht mehr gibt. Du hast einen Film dazu vorbereitet. Ja. Wollen wir den auch nochmal zeigen zwischendurch? Ja. Dann drücke ich mal hier auf den Knopf und dann sehen wir uns aber trotzdem gleich nochmal wieder. Ja, so ein paar Farben weg und der Stamperatus. Ne? 6 Jahre war der dabei? Ja, oder 5? So etwa, ja. Also meine so etwa, Güte. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen recherchiert. Ich meine, das war so. Ein Riesenbuhai, als es den gab. Oh. Da war der immer vielen zu teuer. Dann haben wir eine Sondersendung gemacht und ich habe am Montagabend das gehört, dass der rausgeht. Habe sofort am nächsten Tag Bescheid gesagt und ganz, ganz viele unserer Kunden haben sich den noch bestellt. Und dann war er auch ratzfatz ausverkauft, obwohl er gar nicht reduziert war. Ne? Und dann dieses Papier. Ja, da, oh, das schöne Papier. Das kann man noch anderweitig verwenden irgendwie. Ne? Zeige ich euch mal. Ich mache euch mal die Nase lang. Ich habe es ja hier noch. Das sind so waren so kleine Blöcke. Ich kann gar nicht sagen, wie viel. Waren das 80 Blatt oder so? Ich habe mir einen kleinen Vorrat angeschafft, weil ich das einfach gut finde. Ich nehme es auch sehr gerne mit in den Urlaub. Es tut mir leid, dass ich, wie gesagt, euch die Nase lang mache. Aber sagt nicht, ich habe euch nicht rechtzeitig gewarnt. Das ist einfach schön. Alternativ könnt ihr natürlich auch die großen Papierunterlagen von Stampin' Up! Klein schneiden. Könnt ihr zum Beispiel in der Druckerei machen lassen. Ja, und dann hat man so einen kleinen handlichen Block für unterwegs zum Basteln. Und die Farben? Ist das jetzt ein großer Verlust? Nein. Nein. Was ist mit Merlot-Rot? Ist nicht schlimm. Es ist ja tatsächlich immer so, wie soll ich sagen, natürlich gewöhnt man sich an Farben, aber auch in der Modebranche ist es so, dass es ständig wechselt. Man will doch nicht ewig dasselbe Grün anziehen oder dasselbe Rosa. Das muss auch immer mal so ein bisschen abgestuft sein. Muss einfach immer auch mal frisch aufgefrischt werden. Mir gefällt total gut Azurblau und auch Karibikblau. Das wird uns ja im Sommer verlassen, aber Azurblau bleibt, genau wie Limette bleiben wird. Ja. Und das sind doch tolle Farben. Also. Und irgendwie kommen sie dann doch auch immer wieder alle paar Jahre hervorgekrochen, die Farben. Ne? Ja, manchmal sagst du, oh, guck mal, das und das kommt wieder. Ne? Weil es gibt ja schließlich keine neuen Farben auf der Welt. Ne? Vielleicht noch ein bisschen abgemischt, mal vielleicht mal anders eine Nuance. Aber ansonsten, das ist ja bei den Modefarben auch so. Da kommt doch, mein Gott, wenn man das so sieht, früher dieses Senfgelb, das hat es doch alles schon mal gegeben. Also als die neuen Farben rausgekommen sind, hat Stampin' Up! In so einem Live-Video für uns Demonstratoren gezeigt, die haben da mehrere dicke Ordner von allen Farben, die es mal gab. Und das war schon, natürlich sind sie alle unterschiedlich, aber irgendwie war es dann doch schon ganz schön ähnlich. Das hast du völlig recht. Ne? Ja, und der Stamperatus, das tut mir natürlich nach wie vor leid, aber da gibt es auch Alternativen auf dem Markt, ist dann so. Ne? Und ob es nochmal wieder was geben wird, wissen wir nicht. Wissen wir nicht, haben wir nichts von gehört. Nein, genau, auch die magnetische Stanzplatte, die hatte ja auch einen Fabrikations... Also die war von der Fabrikation nicht so optimal, hundertprozentig optimal. Und es hat das Stampin' Up's Qualitätsansprüchen nicht genügt. Und dann wird die rausgenommen aus dem Sortiment, weil es nützt ja nichts, wenn man eine Sache hat, die nicht funktioniert. Ne? Ja, und die Kunden sich berechtigterweise dann unentwegt beschweren und reklamieren. Ja. Dann macht es einfach Sinn, dann doch mal die Notbremse zu ziehen und sagen, hier, Produkt verschwindet. Alle, die
ein fehlerhaftes Fabrikat bekommen haben, können das einschicken, glaube ich, so war es. Ne? Ja, dann kriegt man eine Gutschrift oder auch das Geld zurück. Und da waren die ja super kulant. Und so muss man, genau so muss man damit umgehen. Mhm. Ne? Das ist ja schlimm genug, dass der Kunde sich ärgert, dass er irgendwas nicht hinhaut. Aber wenn, dann muss man wenigstens, wenn sowas in die Grütze geht, auf Deutsch gesagt, das gut handeln. Und das können sie meistens. Ne? Das können sie sogar sehr gut, finde ich. Ne? Mhm. Ja, was lag noch an? Ja, kommen wir schon zum Ende. Ja, wir kurz haben ja immer, vorher noch, ganz kurz würde ich gerne noch mal sagen, wir haben es nicht mehr nachgezählt. Für 2024 habe ich es mir vorgenommen. Mhm. Wir haben unglaublich viele Live-Shows gemacht. Das waren, ich habe nachgezählt, es sind so über 100. Oh. Über 100. Über 100 Live-Sendungen, Mittwoch, sonntags, manchmal zwischendurch, manchmal vormittags, um euch immer aktuell zu informieren. Und meistens gehen sie eine Stunde, ne? Und manche so noch länger. Also kann man sich ja vorstellen, wir saßen hier dann also über 100 Stunden live. Und das ist ja nicht nur, dass man hier live sitzt, sondern das ist auch noch eine ganze Menge Vorbereitung. Mhm. Also Irene sitzt ja manchmal für so eine Sonntagsshow tatsächlich da 3 Stunden nachmittags und bereitet da ein Projekt vor oder auch 3 Projekte. Und manchmal dauert das, glaube ich, auch noch länger. Mhm. Dann sitze ich mindestens noch dabei und tüftle an den Zuschauerkarten, an den Trailer. Mhm. Und dann gibt es manchmal noch diese ganzen Links, die man dazwischendurch noch serviert. Auch das kostet Zeit. Oder wir müssen da natürlich erstmal sehen, welche Produkte haben wir verwendet, müssen uns dann die Links zusammenstellen. Also es ist schon eine Menge Arbeit. Und was man auch nicht vergessen darf, ganz oft hat man auch viele Kommentare. Mhm. Die wollen wir nach Möglichkeit auch immer möglichst zeitnah beantworten. Und du kriegst natürlich auch sehr, sehr viele E-Mails. Ja. Ne, auch hinterher. Ja, E-Mails zum Thema Stampin' Up, E-Mails zum Thema Lebenstipps und auch Allgemeintipps zu EDV und IT-Technik und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Es macht auch unglaublich viel Spaß. Ne? Sonst würden wir es nicht machen. Also hätte ich da keine Freude dran. Ja. Auch gerade diese Trailer und Zuschauerkarten und auch das Sitzen hier, das macht mir einfach Spaß. Und also ohne Spaß würde ich hier nicht sitzen. Mhm. Ich bin schon seit fast 4 Jahren bald. Schon schön, wenn so eine richtige Interaktion auch ist, wenn wir nette Kommentare kriegen. Mhm. Wir nehmen auch böse Kommentare, nehmen wir auch mit hin. Die haben wir letztes Mal gezeigt. Heute zeigen wir jetzt noch jede Menge positives Feedback. Irene hat jetzt vor einiger Zeit damit angefangen, mit E-Mails weiterzuleiten, weil die kriegt nur sie mit Kundenfeedback. Habe ich mir einen extra Ordner angelegt, Kundenfeedback, und da kommt das dann immer rein. Und da habe ich jetzt mal durchgeguckt. Ich kann nicht alle zeigen, und es sind auch, als wir das aufgezeichnet haben, danach noch immer welche dazugekommen. Es kommen laufend Feedbacks dazu, und da freuen wir uns auch drüber, besonders drüber, weil das ist so praktisch auch so ein bisschen unser Applaus. Und wenn man sieht, Mensch, darüber freuen die sich das, weil wir das gemacht haben, da freuen die sich, und weil dies geklappt hat und weil wir da live waren und vormittags live waren und die ganzen Infos. Das ist einfach so ein bisschen, wie nennt der Künstler das? Applaus ist sein Verdienst. Ja. Das braucht man irgendwie, ne? Ja, ich möchte es auch nochmal in 2 Kategorien so ein bisschen aufteilen. Einmal das Kundenfeedback, weil wir gut informieren, weil wir die Bestellung super seriös abwickeln, zügig abwickeln, also ne, auch Reklamationen ja gut abwickeln. Und die zweite Sparte ist einfach die Menschen, die uns zuschauen, die einfach Spaß an uns haben. Mhm. Das ist natürlich auch, es berührt mich immer total, wenn dann jemand sagt, ich bin allein, ich bin einsam, ich freue mich immer, mittwochs und sonntags euch zu sehen, weil ihr erzählt immer so schön Quatsch. Ja. Quatsch nicht, aber ihr erzählt so schöne Geschichten auch aus dem Leben. Und das, glaube ich, bringt vielen Freude ins Haus. Ja, wir informieren auch gut, das schreiben auch immer viele. Das finde ich auch immer wichtig. Ja, und es gibt aber einfach auch unglaublich viele, die uns zuschauen, die eben gar nicht bei uns bestellen, die das trotzdem genießen und uns zuschauen, die einfach vielleicht die schnelle Information auch schätzen und dann woanders kaufen, wobei wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr auch mal bei uns kauft. Aber ganz viele haben ja auch und das gemacht, und zwar beispielsweise haben die dein Set gekauft dieses Jahr. Ja. Ganz viele, die sonst natürlich nicht bei uns kaufen, die haben auch geschrieben, ich bin sonst selber Demo oder ich habe eine andere Demo, aber das muss ich jetzt ausnahmsweise bei dir kaufen. Oder wenn wir im November unsere Riesenaktion haben, damit den Geburtstagsdankeschön, da schlagen auch viele zu. Mhm. Und das ist dann auch ein tolles Dankeschön. Ne? Ja, deswegen. Ja, sagen wir jetzt aber trotzdem auch von Herzen Danke. Wir sagen von Herzen Dankeschön. Es kommt jetzt noch ein kleines Filmchen mit einigen schönen Feedbacks, die wir erhalten haben. Wir wünschen euch jetzt einen schönen Silvesterabend, einen guten Rutsch ins neue Jahr, und wir sehen uns dann morgen Abend, am Neujahrsabend um 19 Uhr. Wieder. Wie immer hier live auf dem Kanal, ne? Wollen wir mal gucken. Setzt du deine Pappnase dann noch auf? Das ist vorbei.
Der Neuer muss ich mal so, also der muss ich, weiß ich nicht, den Gürtel enger schnallen. Gürtel enger schnallen, können wir uns so eine Konfettikette da noch umhängen? So eine Girlande, das könnte man vielleicht noch machen. Ja, oder noch eine finden. Wenn noch eine da ist, ne? Wir werden sehen. Also, wir sagen vielen, vielen Dank. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt uns gewogen. Ja. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr uns zuschaut. Und wir sagen tschüss bis 2024. Danke für euer liebes Feedback. Tschüss. And love.